Frau Präsidentin, meine Damen und Herren. Warten Sie mal, das Mikro ist nicht an. Jetzt? Nee, das Mikro ist nicht an. Halt mal Ihre Zeit an. Das wäre nett. Jetzt funktioniert es. Okay. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren. Lockdowns, Schließung ganzer Wirtschaftszweige, Kontaktbeschränkungen, Ausgangssperren, Schulschließungen, Maskenpflicht, Verbot von Kindergeburtstagen, Besuchsverbote in Alten- und Pflegeheimen, 2G, 3G, Nötigung zur Teilnahme an einem medizinischen Experiment. Wie in der Corona-Zeit die Freiheit der Menschen eingeschränkt wurde, übertraf alles, was viele Menschen sich in ihren Albträumen 2019 hätten vorstellen können. Wie wir heute wissen, haben die Bundesregierung und die Landesregierungen viele Lügen verbreitet, um die extrem übergriffigen Corona-Maßnahmen zu rechtfertigen. Im Dezember 2021 verstieg sich Bundeskanzler Olaf Scholz zur Aussage, ich zitiere, fast 60 Millionen Deutsche sind inzwischen vollständig geimpft, ohne dass wir von schweren Nebenwirkungen oder langfristigen Einschränkungen erfahren hätten. Eine eindeutige Lüge. Die Regierung wusste zum damaligen Zeitpunkt schon von Zehntausenden Verdachtsfällen schwerer Nebenwirkungen und Tausenden Todesfällen nach Impfung. Obendrein hatte die Bundesregierung, der auch Kanzler Scholz angehörte, schon im März 2021 AstraZeneca wegen mehreren Todesfällen durch die Impfung zeitweilig vom Markt genommen. Im Oktober 2021 sagte Gesundheitsminister Karl Lauterbach, ich zitiere, klar ist aber, dass die meisten Ungeimpften von heute bis dahin entweder geimpft, genesen oder leider verstorben sind, denn das Infektionsgeschehen mit schweren Verläufen betrifft vor allem Impfverweigerer. Auch eine eindeutige Lüge. Die Zahl der vollständig Geimpften mit schwerem Verlauf war seit der Erfassung der Intensivpatienten immer deutlich höher als die der Ungeimpften. Die letzten Zahlen des Intensivregisters, die im RKI-Wochenbericht veröffentlicht wurden, zeigen, dass nur 13% aller Corona-Intensivpatienten ungeimpft waren, obwohl der Anteil Ungeimpfter an der Gesamtbevölkerung bei 25% lag. Die Wahrscheinlichkeit für Geimpfte, als Corona-Patient auf der Intensivstation zu landen, war also mehr als doppelt so hoch wie für Ungeimpfte. Hätte man den Menschen diese Wahrheit erzählt, hätte sich wohl kaum jemand impfen lassen. Deswegen wurden den Menschen lauter Halbwahrheiten und Lügen aufgetischt, um die gewünschten Maßnahmen durchsetzen zu können. Wenn sogar der Bundeskanzler lügt, um Freiheitseinschränkungen zu rechtfertigen, dann sind Freiheit, Rechtsstaat und Demokratie in Gefahr. Deshalb haben wir von der AfD eine große Anfrage an die Bundesregierung gestellt, um zu erfahren, auf welcher Datengrundlage die Maßnahmen tatsächlich erlassen wurden. Die Realität ist erschreckend. Das Paul-Ehrlich-Institut hat zugegeben, dass sie mit der massiven Zahl an Impfnebenwirkungen überfordert waren und diese aufgrund der schieren Menge oft erst mit deutlicher Verspätung erfassen konnten. Aus dem RKI erfahren wir, dass bei über 40% der Corona-Intensivpatienten als Impfstatus unbekannt angegeben wurde. Interessant an dieser Stelle ist, dass eigentlich die Krankenhäuser je Fall von nicht erfasstem Impfstatus eine Strafe zwischen 2.500 und 25.000 Euro hätten zahlen müssen. Das wurde aber von keiner staatlichen Stelle eingefordert, weil weder die Landesregierungen noch die Bundesregierung ein Interesse daran hatten, dass die Fälle der Geimpften korrekt erfasst werden. Genau das Gleiche haben die 3G-Regelungen bewirkt. Deren einziger Sinn war, durch massenhafte Testnötigung die Inzidenz der Ungeimpften in die Höhe zu treiben und so dafür zu sorgen, dass die Impfung besser dasteht, als sie tatsächlich ist. Die Basis der Zahlen stimmt also nicht. Folglich sind auch alle daraus resultierenden Entscheidungen zweifelhaft. Das ist fatal, denn auf Basis der Daten von Inzidenzen des RKI und des BEI haben Richter Urteile gefällt. Das beschädigt das Vertrauen der Bürger in den Rechtsstaat. Aktuell in der Diskussion sind Verunreinigungen der Corona-Impfstoffe mit Lipid-Nanopartikeln verpackter Bakterien-DNA. Das ist besonders gefährlich, denn so kann die fremde DNA mithilfe der Lipid-Nanopartikel in menschliche Zellen eindringen mit unabsehbaren langfristigen Schäden. Wenn Sie das Thema interessiert, sehen Sie sich gerne den hervorragenden Vortrag von Professor Bakti auf unserem Corona-Symposium dazu an. Medizinisch laufen solche Schäden dann unter Long-Covid. Und es verwundert nicht, dass die Diskussionen zu Long-Covid erst 2021 so richtig begannen, als die massenhafte Impfung losging. In der großen Anfrage haben wir also gefragt, wie ist denn der Impfstatus dieser Patienten? Antwort der Bundesregierung, ich zitiere, der Bundesregierung liegen hierzu keine Daten vor. Man will bewusst nicht sehen, was nicht sein darf, nämlich dass es wahrscheinlich viel mehr Impfgeschädigte gibt, als die so schon erschreckenden Zahlen zeigen. Und obwohl ich weiß,
dass alle anderen Fraktionen das verhindern wollen. All das zeigt einmal mehr, der Bundestag braucht dringend einen Untersuchungsausschuss, um die Corona-Zeit aufzuarbeiten. Vielen Dank. Der nächste Redner ist Dr. Herbert Wollmann für die SPD-Fraktion.